Hallo, René hier. Klangwelt geht mit Musik und nicht mit Technik ins neue Jahr. Ich möchte Ihnen zur Abwechslung und als Erholung von den Yardies-Schocken einen Stapel LPs vorstellen, und zwar unter dem Blickwinkel seltene Soloinstrumente in der Klassik. Wir sind es alle so gewöhnt, bei dem Stichwort Soloinstrument spontan an Violine, Cello oder Piano zu denken. Denn in der Tat sind die Kompositionen für diese Instrumente eindeutig in der Überzahl. Ab wann können wir dann aber von seltenen Soloinstrumenten sprechen? Ich habe hier zum Beispiel eine LP mit einem Trompetenkonzert in E-Dur von Johann Nepomuk Hummel und einem Harfenkonzert der Nummer 1 in D-Moll von Nicolas Charles Boxart. Sind das aber wirklich seltene Instrumente? Eigentlich auch nicht. Sie sind prozentual seltener, aber niemand wird erstaunt sein, Aufnahmen oder sogar Konzertdarbietungen dieser Art zu finden. Wer bei Mandolinen an altmodische Folklore denkt, der täuscht sich. Seit 1700 gibt es eine reichhaltige Literatur an Mandolinenkonzerten. Ich stelle Ihnen hier vier LPs vor, mit Werken von Hummel, Hasse, Hoffmann, Pergolesi, Giuseppe Giuliano, Francesco Lecce und Carlo Cecere. Ich selbst habe die Mandoline als Soloinstrument kennengelernt bei Vivaldi und war völlig verzaubert von dem Klang. Vivaldis Mandolinenwerke sind in den letzten Jahren durch den israelischen Virtuosen Avi Avital wieder verstärkt auf dem Radarschirm der Musikfreunde aufgetaucht. Dieser Musiker hat es geschafft, den alten Partituren neue Aspekte abzugewinnen und war und ist äußerst erfolgreich damit. Als Kuriosum, ganz außer Konkurrenz hier, möchte ich Ihnen noch diese CD mit Chris Thiele und Edgar Meyer vorstellen, die im Bereich Jazz, experimentelle Musik, sogar Mandoline und Kontrabass zusammenführt. Jetzt kommen wir zu den Instrumenten der Liebe. Erschrecken Sie nicht, mein Kanal bleibt nach wie vor jugendfrei. Ich stelle nur diese LP mit dem Titel L'Art des Instruments d'Amour vor, beziehungsweise The Art of d'Amour Instruments. So betitelt wurden in der Renaissancezeit alle Soloinstrumente, die für die Ohren der damaligen Zeit jedenfalls einen besonders warmen, lieblichen Klang hatten. So gab es also eine Viola d'Amour, die größer war als die bekanntere Bratsche, eine Oboe d'Amour mit dem sogenannten Liebesfuß, der birnenförmig ist und nicht wie ein normaler Schalltrichter geformt, ja sogar ein Cembalo d'Amour mit einem fast klarinettenartigen Beigeschmack. Zur Gruppe der Liebesinstrumente gehört auch das sechs- oder siebenseitige Bariton, welches wiederum zur Familie Viola da Gamba zu rechnen ist. Man fand den Klang wohl so opulent, dass es sogar die Bezeichnung Fagottviola gibt.
Auf meiner LP gibt es als Kostprobe Josef Haydns 14-minütiges Divertimento Nummer 113 für Bariton zu hören. Weitere D'Amore-Instrumente interpretieren Kompositionen von Bach, Georg Böhm und Friedrich Wilhelm Rust. Dass unglaublich viele Cembalo-Werke Transkriptionen für andere Instrumente erfahren haben, wissen wir und wundern uns nicht besonders, wenn altbekannte Cembalo-Stücke von Bach und zahlreichen anderen Komponisten plötzlich als Klavierwerke auftauchen. Wenn aber dann in einer zweiten Verfremdungsstufe ein Elektropiano in einem Bach-Konzert erklingt, werden wir stutzig oder sogar alarmiert. Das grenzt doch an Kulturschändung. Was hat das moderne Instrument in einem Konzert von Johann Sebastian zu suchen? Ausgedacht hat sich diesen kleinen Schock Yuji Takahashi für seine Einspielung von 3 Keyboard Concertos für die langsamen Sätze von Konzert Nummer 1 Bachwerkverzeichnis 1051 und Konzert Nummer 4 Bachwerkverzeichnis 1055 mit den Tokyo Bach Players im Jahre 1973. Nur ein Gag? Ich finde es genial, denn der gläserne, ätherische, schwebend zitternde Klang verstärkt kongenial die religiöse Inspiration dieser Sätze und entfaltet einen geradezu esoterischen Klangzauber. Und wenn wir schon von schwebenden, fast körperlosen Tönen sprechen, müssen wir die Werke für Glasharfe unter die Lupe nehmen. So einfach sieht das Ganze in seiner Ursprungsform aus, als es sinnigerweise einfach Glasspiel hieß oder auf Englisch Musical Glasses, also musikalische Gläser, deren Tonhöhe von der Wasserfüllung abhing. Das funktioniert heute wie damals und wird deshalb in dieser spaßigen, elementaren Form immer noch gepflegt. Benjamin Franklin schuf aber 1762 eine mechanisierte Form, auf der die meisten späteren, fortgeschritteneren Versionen aufbauten, bei denen der Schliff den Ton ausmachte, sodass das Instrument nie wieder nachgestimmt werden musste. Und es gibt sogar moderne Neukonstruktionen, die durch technische Perfektionierung und erweiterten Tonumfang die musikalischen Qualitäten der historischen Glasharmonika überflügeln. Als Beispiele aus den 60er Jahren habe ich diese 2 LPs gewählt, eine arg bunte, aber informative Sammlung kurzer Stücke von Bach, Haydn, Händel, Gluck, Rameau und Naumann unter dem bezeichnenden Titel »Im Zauberreich der Glasharfe«, alles vorgetragen von dem 1991 verstorbenen Bruno Hoffmann, dem Pionier der Glasharfenmusik, sowie eine FSM-Platte mit Konzerten mit Glasharfe, Antonin Reichers Grand Solo für Harmonika mit Orchesterbegleitung und Johann Adolf Hasses Kantate für Sopran, Glasharmonika, 2 Oboen, 2 Hörner und Streicher, in welchem die feinen Töne der Glasharmonika mit der Sopranstimme von Edith Wiens in Wettbewerb treten. Glasharfensolist ist wiederum Bruno Hoffmann, der zeitlebens alte Kompositionen gesammelt und wieder zum Leben erweckt hat. Seine Glasharmonika bestand aus 50 Glasglocken mit einem Umfang von 4 Oktaven und war bewusst nicht mechanisiert, weil sie die Dynamik voll der Kunst des Spielers überließ. Hoffmann hat zeitgenössische Komponisten zu Neukompositionen angeregt, sodass wir heute ein Gesamtrepertoire von fast 1000 Stücken besitzen.
lassen Sie sich einfach faszinieren von den Aufnahmen in YouTube. Dass die Glasharfe sicher nur geboren aus spaßiger Spielerei in ungeahnte künstlerische Höhen getrieben wurde, das leuchtet angesichts des feinen und edlen Klanges noch einigermaßen ein. Aber das Hackbrett gehört doch nun sicherlich in die Kategorie deftige Volksmusik, oder nicht? Falsch geraten. Leopold Mozart war sich nicht zu gut, eine Symphonie D-Dur mit dem Titel »Die Bauernhochzeit« zu verfassen und hat den Solopart einem Hackbrett zugewiesen, damit es so richtig authentisch klingt. Feiner und stilisierter geht es bei Paolo Salulini im Konzert G-Dur für Hackbrett und Streicher mit Cembalo und bei Niccolo Jomellis Sinfonie G-Dur ebenfalls für Kammerorchester und Hackbrett. Solist in dieser Aufnahme von 1978 ist übrigens Karl-Heinz Schickhaus. Wenn Sie mal eine Hackbrettlerin live in Aktion sehen wollen, holen Sie sich doch einfach die hübsche Frau Franziska Fleischanderl auf den Monitor. Die spielt Ihnen charmant etwas von Florido Ubaldi vor oder Kompositionen und Transkriptionen von Vivaldi. Wirklich salongerecht wird es bei der wunderschön leichtfüßig dahinfließenden Sonata Anonima. Ich finde es absolut beeindruckend, wie sich die Wirkung des volkstümlichen Instruments unter den Händen dieser Künstlerin zu solch edler und modern wirkender Eleganz aufschwingen kann. Die Maultrommel bzw. das Brummeisen ist ein simples, fast primitiv anmutendes Instrument, das schon im 13. Jahrhundert belegt ist, aber geschichtlich sicher viel weiter zurückreicht, bis zu altmongolischen Wurzeln und in den Köpfen der meisten Musikfreunde sicher nicht gerade mit klassischer Musik verbunden wird. Aber im 18. Jahrhundert war das ganz anders. Man stelle sich vor, Christoph Willibald Gluck konnte sich seine gesamte Studienreise mit Maultrommelspielen finanzieren. Und Johann Georg Albrechtsberger allein hat 7 Maultrommelkonzerte für den in Passau geborenen Pfarrer Bruno Glatzl geschrieben, der 1773 tragischerweise eine aufs Maul gekriegt hat und hinterrücks erstochen wurde. Er soll so schön gespielt haben, 1765 im Stift Melk sogar für den gerade gekrönten Kaiser Joseph II. Dass der Mord sicher andere Gründe hatte als eine fehlerhaft gespielte Maultrommel. Fritz Meyer auf jeden Fall, der auf meiner LP in 2 der 3 überlebenden Maultrommelkonzerte das Instrument spielt, erreichte ein gesegnetes Alter von 80 Jahren. Er verstarb im Jahre 2020 und war offenbar der Einzige, der genau wusste, warum sogar die Engel im Himmel Maultrommel spielen bzw. spielen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem kurzen Video einige musikalische Anregungen für das neue Jahr geben. Bitte teilen Sie es mit anderen Musikfreunden, damit ich diese Serie mangels Interesse nicht einstellen muss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den vorgestellten LPs und auch mit den entsprechenden YouTube-Videos. Tschüss!